Ja, Nathan One, München City. Evangelium des Friedens. Epheser 6. Check den Text. Okay. Evangelium des Friedens, lass mich das noch einmal sagen. Gehört zu einer Streitmacht unter Zahl in diesen Tagen. Leute leben blind und der Feind stellt keine Fragen. Deshalb muss ich Gottes Rüstung stetig an mir tragen. Evangelium des Friedens, lass mich das noch einmal sagen. Gehört zu einer Streitmacht unter Zahl in diesen Tagen. Leute leben blind und der Feind stellt keine Fragen. Deshalb muss ich Gottes Rüstung stetig an mir tragen. Als ich meine Rüstung bekam, war ich noch nicht einmal ein Mann. Nein, 22 Jahre jung, doch ich wusste von Anfang an, dass nun der Kampf begonnen hatte und nicht irgendwann. Mein Leben hat nicht dem gegeben, der für mich gewann. Aha. Doch ich muss es kämpfen, so viel steht schon einmal fest. Es geht um diese Welten viel mehr als nur ein Test. Die Macht seiner Stärke ist unser Manifest. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, der Feind ist es der Stress. So müssen wir wach bleiben und stets bereit sein. Umgürtet mit der Wahrheit, ich lebe nicht zum Schein. Panzer der Gerechtigkeit, ja auch er ist mein. Schuhe zur Verkündigung der Botschaft, klar und rein. Evangelium des Friedens, lass mich das noch einmal sagen. Gehört zu einer Streitmacht unter Zahl in diesen Tagen. Leute leben blind und der Feind stellt keine Fragen, deshalb muss ich Gottes Rüstung stetig an mir tragen. Weiter vorwärts, denn ich hab das Schild des Glaubens. Die Angriffe des Feindes, wer ich hab, kann nicht trauen. Niemals. Am Helm auf meinem Kopf muss ich nichts mehr schauen. Er bedeutet Rettung, bin am Weinstock wie die Trauben. Yes. Das Wichtigste in mir ist das Schwert am Bund. Gottes heiliges Wort tue ich jetzt kund. Genau. Hand halt ich dran, zieh es raus durch meinen Mund. Yeah. Stetig und auch wachsam, yeah, halt die Dinge rund. Yeah. Doch in meinem Gebet erschließt sich alles dann. Ohne es bringt es nichts, der Feind greift immer an. Nichts. Halte an, wenn du Christ bist, komm mit Flehen ran. Yeah. Bitte Gott um Freimut, frage ihn nicht wann. Genau. Sondern halte Ausschau wie ein Wächter auf dem Turm. Immer. Die Rüstung ist voll Licht, versteck dich nicht mehr wie ein Wurm. Nein. Wenn du am Bekennen stellst, sicher wie die Uhren, dass Jesus als der Hauptmann dich führt durch jeden Sturm. Evangelium des Friedens, lass mich das noch einmal sagen. Gehört zu einer Streitmacht unter Zahl in diesen Tagen. Leute leben blind und der Feind stellt keine Fragen. Deshalb muss ich Gottes Rüstung stetig an mir tragen. Evangelium des Friedens, lass mich das noch einmal sagen. Gehört zu einer Streitmacht unter Zahl in diesen Tagen. Leute leben blind und der Feind stellt keine Fragen. Deshalb muss ich Gottes Rüstung stetig an mir tragen. Denke auch an deine Brüder, wenn du draußen bist. Wir leben in dieser Welt, pass auf, dass du nicht vergisst, woher du kommst, woher? Wofür du stehst, wofür du kämpfst, wofür du lebst. Die Liebe sei auch unverfälscht, Geduld in allen Dingen. Lebe niemals für das Geld, auch wenn die Kassen klingen. Sei ein guter Kriegsheld, den Sieges kannst du uns bringen. Engelchöre in der Höhe werden freudig singen. Wisse, dass der Herr bald kommt, die Rettung immer näher. Lass uns aus der Dunkelheit ins Licht, es wird schon wärmer. Waffen des Lichts heißt Christus Verehrer. Ihn tragen wir, sonst nichts in dieser Ära. Evangelium des Friedens, lass mich das noch einmal sagen. Gehört zu einer Streitmacht unter Zahl in diesen Tagen. Leute leben blind und der Feind stellt keine Fragen. Deshalb muss ich Gottes Rüstung stetig an mir tragen. Evangelium des Friedens, schließe dich doch an. Du kannst dich verlieren, ob Frau oder Mann. Christus unsere Fackel und unser fester Stand. Er ist dieser Grundstein schon seit Anfang an.